Den Meiler immer im Auge behalten, darauf kommt es an. Bei den Köhlertagen in Dodenau sorgt Chefköhler Ottmar Laut zusammen mit 9 Hilfsköhlern dafür, dass gute Holzkohle entsteht. Der Köhler aus dem Hessenpark im Taunus erklärt, was seine Aufgaben am Kohlenmeiler sind. Meine Aufgabe bei diesem Kohlenmeiler hier vor Ort ist sicherzustellen, dass der zum einen richtig aufgebaut wurde, zum anderen während der Zeit des Verschwelens sicherzustellen, dass wir Holzkohle bekommen und nicht Asche. Und was bei weitem das Wichtigste ist, sicherzustellen, dass es keine Unfälle gibt. Seinen Hilfsköhlern zeigt Ottmar Laut, auf was es beim Köhlern zu achten gilt. Gemeinsam treten sie die Erde auf dem Meiler fest, kontrollieren den Verkohlungsgrad des Buchenholzes im Meiler und schaufeln immer wieder Erde auf. Mit der Versorgung des Kohlenmeilers ist die Arbeit aber noch nicht getan. Interessierte Gruppen können über eine Lehrpfad wandern und Ottmar Laut erzählt, was er über das alte Handwerk weiß. Am Abend sitzen die Köhler zur Entspannung gemeinsam am Lagerfeuer. Auch das ist eine Regel unter den Köhlern. Die Glut des Feuers darf nicht ausgehen, da es in kühlen Nächten die einzige Wärmequelle bietet. Ottmar Laut will mit der Köhlerei nicht nur die Glut im Meiler und am Lagerfeuer am Leben halten, er will auch dafür sorgen, dass das alte Handwerk nicht in Vergessenheit gerät.